Hallo Freunde, willkommen zu diesem Hübi Charity Video. Mittlerweile schon das dritte und heute möchte ich euch zum einen den Termin des ganzen Streams nennen und ich möchte euch auch näher bringen, wofür wir spenden. Also einfach ein kurzes, detailreiches Infovideo, wohin das Geld fließt, in welche Gegend, wie es da aussieht und so weiter. Denn ich habe mich nämlich mit den Veranstaltern dieser Spendenaktion in Verbindung gesetzt. Ich habe auch schon mit denen telefoniert, die haben mir Bilder zur Verfügung gestellt und den Infotext und anhand dieser Bilder und dieser Infos möchte ich euch eben auch näher bringen, wo genau das Geld hinfließt, welche Situation da unten herrscht und so weiter. Also Freunde, gestreamt wird am Dienstag nach Weihnachten, das heißt vom 27. Dezember auf den 28. Dezember. Das ist von Dienstag auf Mittwoch und zwar von 14 Uhr Dienstag bis 14 Uhr Mittwoch. Also Freunde, Dienstag, 27.12.2016, 14 Uhr bis Mittwoch, 28.12.2016, 14 Uhr. In diesen 24 Stunden werde ich ewig lang streamen, mit euren Spenden zusammen, dann einen hoffentlich möglichst großen Betrag sammeln und den dann sozusagen an die Veranstalter dieser Spendenorganisation geben. Und jetzt schaut euch an, was genau dort unten für eine Lage herrscht und wofür wir sammeln. Freunde, ich zähle auf euren Support. Haut rein. Das gesamte gesammelte Geld geht in ein Kinderheim, welches in Indien steht. Es ist eine Art Auffanglager für Kinder, welche aus Tibet flüchten, weil sich dort die Lage verschärft hat, und geleitet wird diese gesamte Spendenorganisation von Traut Loberbeck. Sie hat mir folgende Bilder und Infos zur Verfügung gestellt und ich möchte euch einfach mal nun ihre Sichtweise dieser ganzen Dinge schildern, die sie mir per E-Mail hat zukommen lassen. Einfach mal zuhören, die Bilder anschauen, um sich einfach mal ein Bild von der ganzen Lage zu machen. Seit 10 Jahren besuche ich in Abständen von circa 1,5 Jahren das tibetische Kinderdorf in Dharamsala, im Norden von Indien gelegen. Dieses Dorf wurde vor 58 Jahren auf Anraten des Dalai Lamas von seiner ältesten Schwester mit 59 Kindern gegründet. Alles fing sehr einfach und spartanisch an, aber im Laufe dieser Jahre hat sich dieses Kinderdorf so vergrößert, dass jetzt 2000 Kinder in 37 Kinderhäusern leben. Hier werden die Kinder von Hausmüttern liebevoll betreut, bekommen eine hervorragende Schulausbildung, sodass sie später einen Beruf erlernen können und nicht betteln müssen. Das Dorf wird als SOS Kinderdorf geführt, verfügt über ein Babyhome, Kindergarten, Grundschule und Mittelschule. Bis zur Olympiade in Peking haben immer wieder Kinder die Flucht über den Himalaya angetreten, um hier in Freiheit leben zu können. Die Eltern haben ihre Kinder einem Schleuser anvertraut, in der Hoffnung, dass sie Indien gesund erreichen, denn dort lebt der Dalai Lama und wo der Dalai Lama lebt, dort ist für die Tibeter das geheiligte Land Tibet. Die Situation in Tibet hat sich seit der Olympiade so verschärft, dass alle Grenzen dicht sind, die Tibeter in ihrem Land bespitzelt und unterdrückt werden, sodass nur noch ganz wenige Tibeter die Flucht schaffen. Die Situation im Kinderdorf sieht im Moment so aus, dass dort jetzt Kinder aufgenommen werden, deren Eltern sich nicht in der Lage sehen, ihre Kinder zu ernähren und ihnen eine Schulausbildung zu ermöglichen. Bei all meinen 6 Besuchen habe ich meine Spenden so eingesetzt, dass immer viele Kinder einen Nutzen davon hatten. Unterrichtsmaterial, Erneuerung der Toiletten, Matratzen und vieles mehr. Da die Tibeter keine offiziellen Zuwendungen bekommen, sind sie auf Spenden angewiesen. Ja, Freunde. Das ist der Grund, wofür ich spende und ich finde das eine super Sache. Ich habe schon in einem letzten Video gesagt, ich finde es total toll, dass man jetzt auch, ich sag mal, als jüngere Generation, die hier Spenden sammelt, auch einer anderen jungen Generation auf der Welt helfen kann. Und das ist auch das, wo ich da irgendwie so total emotional gepackt wurde und dachte, das ist das Ding, dafür sammle ich. Es gibt doch nichts Schöneres, als Gleichaltrigen eine hoffentlich bessere Zukunft zu geben, als dass sie jetzt irgendwie auf der Straße sitzen und betteln müssen, weil das wünscht sich keiner. Wir leben sowieso in einer Gegend in Mitteleuropa, in der es uns wirklich sehr, sehr gut geht, auch wenn man ab und zu kleine Probleme hat, aber im Vergleich zu dem, was dort in Asien abgeht, geht es uns einfach nur prächtig. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen näher bringen, wofür wir sammeln und konnte euch dazu bringen, ein bisschen drüber nachzudenken und vielleicht sogar einen kleinen Betrag zu spenden. Ich werde natürlich auch spenden, aber mehr dazu im nächsten Video, in dem ich euch auch dann den gesammelten Spieleplan und die letzten Infos zum Stream mitgeben werde. Freunde, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Hübi.